Gebet bedeutet, du sagst Gott, was zu tun ist. Du denkst, du bist Gottes Berater. Meditieren bedeutet, du hältst einfach die Klappe. Wenn du einfach die Klappe hältst, wird alles, was dir passieren muss, passieren. Diese Dimension also zu berühren, die jenseits des Physischen liegt, bedeutet, du willst diejenige Dimension berühren, die die Basis des Physischen ist. Wenn du davon sprichst, was die Basis des Physischen ist, sagst du, that you are not interested in creation, but you are interested in the source of creation. Dass du nicht an der Schöpfung interessiert bist, sondern an der Quelle der Schöpfung. Dort, wenn du vor dem Schöpfer stehst, at least there you must keep your ideas down, isn't it? Zumindest dort musst du deine Ideen klein halten, nicht wahr? Deine Ideen müssen für einige Zeit klein gehalten werden, wenn der Schöpfer hier ist, nicht wahr? Ist er nicht die größte Idee? Es ist so wie, es gab einen Mann in Pennsylvania. Woher kommst du? Es regnet dort, es gibt keine Flut. Deshalb konnten wir Seattle an die Küste setzen. Sonst würde der Ort ja überflutet werden. Also Pennsylvania. Es gab einen Mann in Pennsylvania. Einmal gab es eine große Flut und ist es okay, wenn ein Witz in einem Witz steckt? Okay. Die Flut begann, das Wasser stieg und es gab einen sehr begeisterten jungen Journalisten, der Schritt um Schritt und Stunde um Stunde darüber berichtete, wie sich die Flut entwickelte, weißt du? Weil das ist Journalismus. Jemand ertrinkt, berichtet der Welt. Dieser Mann ertrinkt. Seht ihm beim Ertrinken zu. Nimm es auf ein Video auf und zeige allen, wie ein Mann ertrinkt. Du wirfst nicht die verdammte Kamera hin und holst den Mann, nein. Du zeigst der ganzen Welt, wie ein Mann in der Flut ertrinken kann. Das war also nicht zur Zeit der Videokameras. Nur mit Morsecode wurde die Meldung gemacht. Er verfasste also einen Bericht, sehr eloquent, sagte er, während Gott sitzt und zusieht, füllt sich das Wasser in diesem Teil von Pennsylvania und die Häuser gehen unter und dies und das, und er beschrieb es mit sehr wortgewandter Ausdrucksweise. Dann bekam er sofort eine Antwort von seinem Redakteur. Verlass die Flut, interviewe Gott. God is sitting and watching. He thought he's somewhere here. Gott sitzt und schaut zu. Er dachte, er ist irgendwo hier. Vergiss die Flut, interviewe Gott. Sie konnten ihn nicht interviewen, es dauerte an. Viele Häuser wurden überschwemmt, viele Leute starben, aber ein Mann überlebte. Dieser Mann, der überlebte, ging nach New York City und erzählte den Menschen, wie er eine Flut in Pennsylvania überlebte, bei der so viele Menschen starben. Leute versammelten sich. Dann ging er nach Boston und sprach darüber, wie er eine Pennsylvania-Flut überlebte und mehr Leute versammelten sich. Dann kam er nach Seattle und erzählte es, mehr Leute versammelten sich. Dann begann er seine Roadshow von Stadt zu Stadt und sprach darüber, wie er eine Flut in Pennsylvania überlebt hatte. Er wurde ein berühmter Redner in Amerika. Und natürlich muss ja jeder Amerikaner im Rahmen seiner Lebensdauer ein Buch schreiben. Er schrieb also ein Buch, wie er eine Flut in Pennsylvania überlebte. Es wurde berühmt, er sprach überall und seine Auftritte wurden international. Er wurde Millionär, verkaufte Millionen von Büchern. Sein ganzes Leben lang sprach er nur darüber, wie er eine Pennsylvania-Flut überlebte. Und eines Tages starb er. Nicht in einer Flut, er starb. Und es gab eine Versammlung.
Er ging durch die Himmelspforte und es gab eine Versammlung von Menschen und es gab die Gelegenheit zu sprechen. Ein paar Leute konnten sprechen. Also sagte er zu seinen Nachbarn, ich werde meine Erfahrungen darüber teilen, wie ich die Flut in Pennsylvania überlebt habe. Jemand stupste ihn an und sagte, Noah ist im Publikum. Okay. So. Du stellst dich also nicht vor das hin, was die Basis der Schöpfung ist, und bewirfst es mit deinen Ideen. Du bist seine Idee. Ja? Du bist nur eine Erfindung aus seiner Idee. Wenn er seine Idee zurückzieht, bist du weg. Also komm nicht mit deinen Ideen. Das ist also die Essenz der Meditativität. Gebet bedeutet, du sagst Gott, was zu tun ist. Du denkst, du bist Gottes Berater. Meditation bedeutet, du hast deine Grenzen verstanden. Jetzt hältst du einfach die Klappe. Wenn du einfach die Klappe hältst, auf allen Ebenen einfach die Klappe hältst, wird alles, was dir passieren muss, passieren. Das ganze Training soll nur helfen, die Klappe zu halten, damit du den Schöpfer nicht mit deinen albernen Ideen bewirfst. Du hältst einfach die Klappe.